wir wachen die Woche jeden Tag um 5 auf, I guess. Und heute habe ich mir gleich was ganz Tolles vorgenommen, weil heute der einzige warme Tag in der Woche ist. Werden wir heute gleich mal Sonnenaufgang am Strand fahren gehen. Ich mache mich jetzt mal kurz zu Ende ready. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und es ist auf jeden Fall 6.35 Uhr. Aber wie ihr seht, ist das schon mega hell. Ist ein bisschen schade. Aber ich dachte echt, dass das zeitlich hinkommen würde. Charlie! Hey! Halt's Maul, die Möwe frisst dich und nicht du sie. I'm at the beach. Look at it. It's so pretty. Ich habe einfach so Glätteisen so zwischen meinen Fingern zugemacht. Und ich habe nicht gecheckt, dass ich gerade die ganze Zeit im nassen Sand saß. Und dadurch mein ganzer Arsch nass war. Und ich bin dann durch die Gegend gelaufen. But when I tell you, this looks like I fucking pissed my pants. 7.45 Uhr. Und actually I feel pretty refreshed. Und ich freue mich einfach so aufs Frühstück, weil normalerweise gehe ich nie aus dem Haus, ohne zu frühstücken. So, ich bin jetzt nach oben gegangen und habe eine Jogginghose angezogen. Cool, wann ist es jetzt? 10.43 Uhr. Und ich werde mich jetzt in meine Schulsachen setzen, was ganz cool ist, dass ich halt erst jetzt anfangen brauche, weil wir keine Abgebedaten mehr haben. Deswegen können wir das halt machen, wenn wir wollen im Prinzip. Und wir müssen das meist erst morgen mitbringen, weswegen ich krass unmotiviert bin, das zu machen. Ich bin mal gespannt, ich habe mein Video nämlich noch nicht gepostet und wir können jetzt mal zusammen so ein bisschen beobachten, wie mein YouTube-Channel halt so interactet, finde ich voll spannend. Weil ich ja heute erst mein YouTube-Video hochlade. Und wir sind gerade Subcount von 400... man sieht es nicht, 483 Abonnenten. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut gern meinen Vlog an. Ich bin gerade nach oben gekommen und es ist jetzt 21.14 Uhr, upsi. Und eigentlich hatte ich so gar nicht heute, dass ich dachte, dass ich voll müde bin. Ich war eigentlich voll so energized. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder, ne? Mein Plan für heute Morgen ist so ein bisschen Self-Care-Morning, weil ich eigentlich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Wir leben leider in Deutschland, deswegen kann ich nicht so cool zu Starbucks fahren und zu frühstücken. Den macht man nämlich erst um 11 Uhr auf. Und jetzt müssen wir uns noch um dieses restliche Geschehen hier kümmern. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach unten, um, wie gesagt, uns Wasser zu holen. Während die Einwirkung, ist hier Einwirkung. Ich habe nicht neulich mal gehört, dass man Masken niemals länger einwirken lassen soll, als draufsteht. Warum, hat sie nicht erklärt, aber ich lasse Masken normalerweise immer länger drauf, als draufsteht. Deswegen dachte ich mir, durch 5 bis 20 Minuten, was ist das denn für eine Zeitangabe? Und ich werde die Zeit sogar sinnvoll nutzen und mein Zimmer aufräumen, weil das hier sieht gar nicht mehr gesund aus. Auch wenn ihr das nicht seht, weil ich mich äußerst passend platziert habe. Okay.
Guckt euch das mal an. Bah, das sieht richtig eklig aus. Okay, so weit, so gut. Ich hatte die Maske jetzt gefühlt eine Stunde drauf. 7.11 Uhr, also eigentlich immer noch relativ früh. Jetzt werde ich mich mal fertig machen, weil das gehört bei mir auch zu Self-Care dazu, dass ich mir einfach ein bisschen Zeit nehme, mich ganz chillomelo zu schminken. Relativ früh dafür, dass ich endlich mein Zimmer schon aufgeräumt habe, Maske gemacht habe und mich geschminkt habe. Das ist ziemlich cool. Ah, by the way, der Follower-Account. Wir hatten ja gesagt, wir schauen jeden Tag. Das Video wurde so gut angenommen. Ich habe mich so unglaublich gefreut. Ich bin so dankbar. Ich habe mich echt mega gefreut. Wir sind heute bei, ich glaube, man erkennt sich, 730 Follower. Mega krass. Wenn ich überlege, dass wir gestern kurz vor den 500 waren. Das Video hat 1600 Aufrufe, fast. Und 300 Daumen hoch, was richtig heftig ist. Ich weiß, dass es bei YouTube mega krass ist mit den Bewertungen. Also, dass halt diese Like-Zahl unglaublich hoch ist für die Anzahl an Views, was ich auch so bei anderen YouTubern gesehen habe. Deswegen bin ich sehr dankbar für euch, dass ihr so krass mit dem letzten Video interagiert habt. Vor allen Dingen dafür, dass es mein erstes Video. Ich habe auch 81 Kommentare, was so krass ist. Irgendwie Kommentare sind so mein Favorite, weil das ist so persönlich und ich liebe das auch voll, so auf jeden Kommentar auf Instagram, auf TikTok und überall zu beantworten. Ja, by the way, ich hatte ja gesagt, dass ich ein Video machen wollte, wo ich eine Morning Routine nachmache, und ich hatte auch einen Kommentar gesehen, wo jemand meinte, dass er das auch gut finden würde. Deswegen dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach mal, weil wir müssen ein bisschen Content createn. Deswegen wäre es super cool, wenn ihr mir vielleicht auf Instagram einfach so Morning Routines mit dem Link von YouTube oder so zuschickt, die wollte ich nachmachen. Scheißegal, wenn sie nachts um 3 anfängt, I'm gonna do it, okay? Ach so, und ich habe ganz viele Kommentare gelesen, dass ich lauter reden soll. Ich gebe mir Mühe, lauter zu reden und die Musik im Hintergrund leiser zu machen, während ich rede, und auch allgemein. Das haben nämlich ganz viele kommentiert. Ich hoffe, dass das so passt von der Lautstärke, wie ich rede. Aber ich denke mal schon. Ich war gerade mal schauen, was ich jetzt habe. Okay, erster, oh Gott, 2 Tage hintereinander Deutsch. Das ist aber auch eine Zumutung. Deutsch, Englisch, Physik und Bio. Ich bin jetzt unten. Es ist jetzt kurz vor 12 und wir machen uns jetzt Eiskaffee, weil ich noch sehr, 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 sehr viel zu tun habe. Ja, es sieht halt legit aus wie Milch, was ich halt meinte. Aber schmeckt halt nicht danach. Doch, tut es. So. Ich bin jetzt gerade nach oben gekommen. Es ist 21.32 Uhr. Ich habe gerade noch mit einer Freundin Fußball geschaut. Und jetzt bin ich mega müde, mega fertig. Es war ein sehr anstrengendes Spiel, was man auch an meinen Unreinheiten erkennt. Plan für heute oder das Special Thing, das ich heute machen möchte, ist, dass ich mir Crepes zum Frühstück machen möchte. Ich habe noch gar keinen Hunger, deswegen werde ich mich jetzt weiter an meinen Computer setzen.
ich habe jetzt einen Teil schon bearbeitet, liegen aber noch anderthalb Stunden vor mir. Es ist 7.08 Uhr, dann machen wir unsere Crepes. Ich esse immer nur Nutella auf Crepes, immer. Ich mag nichts anderes. Aber kommentiert mal unbedingt, was ihr immer so auf Crepes esst, so Combinations, und ob ihr eher so herzhaft oder süß oder mixed, I don't know. Also wir machen den Teig normalerweise wirklich immer selbst, aber diesmal werde ich so ein Mix hier ausprobieren. Wir haben das nämlich gefunden und interessiert das mega, ob das halt auch gut schmeckt, beziehungsweise wie selbst gemacht. Richtig lecker. Und ich das war praktisch, wenn ich halt nur, weil ich esse halt nicht viel, das heißt, ich esse vielleicht zwei Crepes und dann kann ich mir das halt so mischen, dass ich halt nur für zwei Crepes Teig habe. Hi, es ist gerade so 7.45 Uhr. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Ich habe nicht ganz so viel verschlafen, also zwei Stunden. Update. Ich bin heute einfach so viel müder als jeden Tag, den ich um 5 Uhr aufgestanden bin. Ich muss Chemie, Englisch, Musik, Mathe und Geografie machen. Achso, und ich plane nachher, also Chemie muss ich mir im Video anschauen, nebenbei Aufschriften machen. Aber bei den anderen Sachen möchte ich GNTM von gestern Abend nachschauen. Okay, ich bin jetzt fertig mit GNTM und habe nebenbei meine Matheaufgaben gemacht. Und ich muss sagen, Miriam, ich bin jetzt nicht böse, dass sie rausgeflogen ist. Ich fand, es war eine äußerst anstrengende Person, also wirklich so krank anstrengend. Die war so überzeugt von sich selbst, es hat mich krass gestresst. Also wirklich, also ich habe ja gar kein Problem, wenn man selbstbewusst ist und ich bin ja auch immer dafür, selbstbewusst zu sein. Aber das bei der war so anstrengend und dann hat sie allen Tipps gegeben. Aber scheint ja nicht so gut bei ihr zu laufen, wenn sie bei GNTM nochmal hingeht. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn sie jetzt schon das heftigste Model wäre, dann müsste sie halt nicht hingehen. Aber sie hat halt getan, als wäre sie, keine Ahnung, da die Gast Dings da mich gestresst. Solin, da bin ich auch kein Fan von, muss ich ehrlich sagen. So Leute, ich glaube, man sieht mir irgendwie fertig. Ich bin, Charlie ist auch tired. Es ist 21.18 Uhr. Guten Morgen. Ja, ich bin genauso müde, wie ich aussehe, aber ich habe Sportzeug an. Das heißt, wir werden jetzt einen Workout machen. Ich filme mich dabei nicht, weil das wollen wir nicht sehen. So, ich bin gerade zurückgekommen. Ich war nämlich gerade noch mit Charlie spazieren. Ich idiot habe meine Kamera zu Hause vergessen, deswegen konnte ich noch nicht mitfilmen. Aber es ist jetzt 8.13 Uhr und ich werde jetzt schnell duschen und meine Haare waschen. Und dann frühstücken wir alle zusammen. Okay Leute, das war's mit diesem Video. Ich habe heute noch eine Menge zu tun, deswegen beende ich das jetzt. Es ist jetzt ca. um 11. Ich bin mega fit und mega wach. Ich habe die Woche echt genossen. Ich fand das eigentlich echt ganz cool. Am müdesten war ich tatsächlich gestern, wo ich eigentlich ausgeschlafen habe, also viel länger geschlafen habe. Was mega seltsam ist. Ich fand die Woche sehr, sehr nice. Und es war voll cool, das mal auszuprobieren. Und wenn man wirklich mal produktiverweise irgendwas schaffen muss oder so, ist es, glaube ich, eigentlich echt praktisch, mega früh aufzustehen, als es mega weit in die Nacht hinein zu machen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kommentiert wie immer gerne Verbesserungsvorschläge oder auch andere Videoideen. Und ja, tschüss!